VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen euch allen, unserem Chefcoach Anni Janigis und allen Zusehern zu Hause bei VfR TV. Nach der Länderspielpause geht's wieder rund in Liga 3. Samstag das Heimspiel um 14 Uhr in der Ostalb Arena gegen den SC Preußen Münster. Und Länderspielpause, Anni, ist das richtige Stichwort. Die Tage gut genutzt zu intensivem Training. Wie ist der aktuelle Stand? Ja, einen schönen Morgen zusammen. Ja, natürlich, weiter genutzt, um Prozesse voranzuschreiten, um die Harmonisierung voranzuschreiten, dass wir unser Spiel verbessern. Ja, und alle machen einen guten Eindruck, Mannschaft gut trainiert und alles in der Pott. Du hast auch in den Vorgesprächen gesagt, speziell die zweite Halbzeit in Groß Asbach, da war vieles Positives mit dabei, was ich rausziehen kann. Was genau? Ja, wenn man bedenkt, dass wir mit Rücken zur Wand standen, zwei Spiele verloren haben, liegen 1-0 zurück, haben keine gute erste Halbzeit gespielt und stellen um, wie die Mannschaft dann das Herz in die Hand genommen hat. Das, was wir wollen, mutig Fußball spielen, das hat sie gezeigt. Ein Gegner, der die eigene Hälfte gestört hat, Chancen rausgespielt, natürlich läuft es auch mal in Konter rein, auswärts in Asbach nach Rückstand, aber ja, die Reaktion war sehr gut und hat erinnert an die ersten Spiele, in denen wir auch sehr, sehr aktiv waren und macht Hoffnung, dass wir hier zu Hause gegen Münster was Ähnliches auf dem Parkett bringen und ein Spiel auch gewinnen. Die Preußen mit 9 Zählern derzeit auf Platz 9 nach 6 Spielen. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, wir haben jetzt zweimal verloren, Pokalspiel gewonnen, spielen zwei Systeme, 3-5-2, 4-3-3. Darauf gilt es sich einzustellen, dass wir die Mannschaft vorbereiten auf die beiden Systeme, die der Gegner spielt, dass wir gut vorbereitet sind. Das ist eine Mannschaft, die schnell nach vorne spielt, die eine sehr hohe Intensität fährt, die sehr schnell umschaltet, aber auch vorne sehr viel Druck macht. Wird ein intensives Spiel. Wie sieht es im Kader aus? Sascha Braut, das ist die erfreuliche Nachricht, ist wieder mit an Bord. Ansonsten Ausfälle? Nein, alle mit dabei. Sehr schön. Dann starten wir direkt durch mit euren Fragen. Ihr habt das Wort. Herr Gienig, Sie haben es angesprochen, Prozesse vorantreiben. Was genau kann man denn davon sehen oder an was haben Sie speziell gearbeitet, was Sie uns verraten können in der kurzen, doch etwas längeren, aber kurzen Zeit dennoch? Ja, es gilt weiter an gruppentaktischen Elementen, Zusammenspiel von Positionen, an Rhythmuswechseln, Abläufen, damit die Spieler sich gegenseitig da besser verstehen. Und das sind die Prozesse, die tagtäglich sind, die weit hinterher bei uns sind, nach dem Umbruch, den wir haben. Ja, und auch eine Fehleranalyse, um zu sehen, okay, warum die erste halbe Stunde in Asbach auch, warum waren wir nicht mutig oder wie können wir das Ganze besser lösen. Ja. Das sind alles Momente, die wir nutzen, um das voranzuschreiten. Ja. Wenn Sie schon ansprechen, warum, haben Sie eine Antwort auf das Warum gefunden? Die wird es auch nicht geben. Im Endeffekt ist der Gegner verhält sich, du bewegst dich nicht. Natürlich hast du jetzt nach einer Heimniederlage gegen 60 auswärts die ersten Minuten, brauchst du natürlich meistens, um reinzukommen in das Spiel. Dann passt natürlich auch ins Bild, dass du im ersten Eckball, im ersten Angriff vom Gegner noch ein Gegentor kriegst. Bist da natürlich verunsichert, das ist ein ganz normaler Prozess. Wie er der Fußball gespielt hat, der kann es nachvollziehen. Das ist so, das kann man nicht einfach so abschweifen. Hat ein bisschen gedauert, haben Glück gehabt, dass wir 2-0 nicht kriegen. Ja, und damit müssen wir besser mit umgehen. In so passiven Phasen, Rückschlägen müssen wir besser mit umgehen. Ja, einfach versuchen, umgekehrt zu bleiben, Fußball zu spielen, unsere Stärken aufs Parkett zu bringen. Ja, und das sind halt die Sachen, die wir ansprechen. Sie haben gerade gesagt, wenn ich richtig zugehört habe, viele haben sehr gut trainiert. Das heißt nicht alle. Also die Goldwaage gelegt. Nein, ich bin mit der Trainingsleistung super zufrieden. Natürlich hast du nicht jeden Tag jeden auf Top-Niveau. Das ist aber auch normal, das ist menschlich. Aber in großen Summe, im großen Ganzen trainiert die Mannschaft schon auf einem sehr, sehr, sehr guten Niveau. Und das ist, was wir auch der Mannschaft sagen. Wenn sie das Trainingsniveau jetzt als nächsten Schritt auf den Wettkampf überträgt, dann werden die Punkte auch schnell kommen. Die sollten jetzt auch schnell kommen, weil man kann sich ja nicht mehr darauf verlassen, dass alles irgendwie so eng zusammenbleibt, oder? Natürlich müssen wir uns schauen. Die Tabelle, ich weiß, für jeden interessant, aber die ist für uns zweitrangig. Wir lassen uns nicht beirren vor der Tabelle. Für uns gilt es, dass wir unser Spiel verbessern, unsere Prozesse voranschreiten, tagtäglich.
Ja, und ich weiß noch vor 3 Wochen, als wir zum Schlag nochmal da gejubelt, ja, Tempo-Fußball, ah, super, klasse, ja, sensationell, und jetzt sind 3 Wochen später, dass alles wieder schlecht, die Liga ist, nur mal sau eng, die wird eng bleiben bis zum Schluss, aber natürlich wird die nur eng bleiben, wenn alle Mannschaften ihre Punkte irgendwo aufholen, und das wird, gehe ich von aus, auch so passieren. Sie sprechen von Prozessen, die Mannschaft durchlaufen muss. Wie weit sind Sie denn noch weg von Ihrer 100%-Vorstellung? Ich habe keine 100%-Vorstellung. Ich weiß, was die Mannschaft auf dem Papier auf den Platz bringen kann. Ich weiß, was sie imstande ist. Ich weiß, was unser Fußball ausmachen soll am Schluss. Sie macht es phasenweise super. Ja, und sie hat auch Phasentrick, wo es nicht gut macht. Das aber jede Mannschaft hat. Keine Mannschaft spielt 90 Minuten ein Fußball, der so dominant ist, dass der Gegner nicht atmen kann. Das wird es nicht geben. Nur müssen wir verstehen, dass wir in den passiven Phasen immer noch so scharf sind vor beiden 16ern, dass es nichts kostet im Endeffekt, weil wir müssen uns mit der Brille schauen, auch auf die eigene Nase fassen, weil die Punkte hat der Gegner uns nicht aufgezwungen oder weggenommen, mehr oder weniger. Wir haben sie mehr oder weniger geschenkt im Spiel, und das sollten wir uns in der eigenen Nase fassen. Vielleicht muss das Personal kommen. Meiner Meinung nach hat Marvin B. in Groß-Asbach eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Ist er näher dran in der Startelf? Marvin B. Büyük Sakarya. Eigentlich traue ich. Ne? Okay. Sie wussten ja, wie ich meine. Ja, ja, klar. Ich traue mich halt. Ja, er ist nah dran. Er hat eine gute Leistung gebracht, hat davor gut trainiert. Ist aber normal, dass ein Spieler von der Regionalliga ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. Er macht es gut und immer besser und besser, und die Leistung war ansprechend in der zweiten Halbzeit. Nicht alles war jetzt top, aber er hat die Sachen umgesetzt, die wir wollten. Er hat nach vorne Betrieb gemacht, er hat mutig verteidigt. Er war ein guter Auftritt und er zeigt es auch mit Regen weiter hier. Das heißt, er wäre auch eine Alternative für die offensive Position? Als wir verpflichtet haben, haben wir gesagt, dass er alle 4 Außenpositionen spielen kann, defensiv wie offensiv. Ja, und da ist er eine Option für ihn. Marian Sarkir zurück, ist er so weit, dass er bald die Startelf bekleiden kann? Er ist ein vollwertiger Spieler, klar, und er ist nicht gesperrt, insofern ist er ein Kandidat für die erste Elf, klar. 3er oder 4er Kette? Das weiß ich nicht, wie gesagt, wir müssen gucken. Ich meine, wir wurden gelobt für unsere Spielweise in der Dreierkette, und jetzt plötzlich soll die Dreierkette nicht mehr gut sein. Ja, wir haben es aber in der Viererkette auch gut gemacht, auch gegen 60 in der zweiten Halbzeit gemacht. Mal schauen, das ist für mich nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend sind für mich Oberbegriffe wie mutig Fußball spielen, wie Bälle fordern, wie Gegenpressen, der Ballverlust, wie Kompaktheit. Und das sind für mich ausschlaggebende Elemente, ob jetzt 3er, 4er, 5er Kette, das ist für mich lebenswichtig. Gibt es noch einen Satz zum Gegner sagen? Sie haben vorhin schon ein bisschen beschrieben, auf was wir das ankommen, dass der VfL vor allem Samstag hier punkten können. Es wird auf uns ankommen in erster Linie, dass wir Fußball spielen, dass wir das Tempo bestimmen im Spiel, dass wir den Gegner versuchen, weg vom Tor zu halten, wobei sie ziemlich schnell nach vorne spielen. Da müssen wir hellwach sein, müssen in der Box wach sein, bei Standards wach sein, weil wir haben einen guten Schützen. Und im Endeffekt müssen wir halt, wenn wir die Phasen der zweiten Halbzeit Asbach, erste Halbzeit Wiesbaden, hier zweite Halbzeit Haching, phasenweise Würzburg auf den Platz bringen, dann kommt es auf uns an. Gut 8000 waren da gegen 60, dann kam diese Niederlage. Haben Sie Angst, dass da ein bisschen der ein oder andere verkrault wurde durch diese hohe Niederlage, oder machen Sie sich solche Sorgen nicht? Ja, es geht schnell, glaube ich. Wir haben in Wiesbaden verloren, hier gab es Standing Ovations trotz Niederlage für die Mannschaft. Trotz Niederlage, wie gesagt, die Leute applaudierten, begeistert. Und gegen 60 war viel da, klar, namhafter Gegner, aber die waren auch da, weil wir in den 2 Heimspielen davor einen guten Fußball gespielt haben. Das haben wir auch nicht vergessen. Wenn es so sein sollte, dass das jetzt einige verkrault sind, das verstehe ich. Wir haben auch keine ansprechende Leistung gebracht, das ist so. Ja, aber wir müssen gucken, dass wir wieder die Leistung von den ersten 2 Spielen auf Platz bringen, damit werden Zuschauer auch wieder Interesse an VfR haben. Das ist, wie ich finde, ein wunderbarer Schlusssatz. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Alle Infos gibt es dann natürlich zum Spiel, wie immer am Samstag, auch in unserem Live-Ticker ab 13.30 Uhr und ab 13.45 Uhr bei Telekom Sport. Aber richtig live, wie ich immer zu sagen pflege, ist nur im Stadion. Danke, Ari.
Toi, toi, toi für die restliche Vorbereitung auf Samstag und euch noch eine schöne Restwoche. Tschüss. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.